bei der Bühne Donaupark. Heuer haben wir 10 Jahre Bühne Donaupark. Die Zeit verrennt, ein Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, wie wir begonnen haben mit 30, 40 Leuten. Jetzt sind es doch etwas mehr, wenn ich so schaue. Nur der Freitag überhaupt. Kabarett ist sehr beliebt, ist immer überfüllt. Ich sage immer, ich möchte kein grünes Fleckerl sehen. Und das kommt wirklich schon bald hin, dass ich kein grünes Fleckerl mehr sehe auf der Wiesn. Und Samstag haben wir dann immer Musik. Morgen haben wir Dänisch Jail mit der Jam Gang. Sonntag Wienerisch und heute Kabarett. Auch zum 10-jährigen Jubiläum hat uns unsere Sabine Radler was einfallen lassen. Und zwar, es gibt VIP-Kartel. Jedes 10. Getränk ist kostenlos. Geht natürlich, wissen wir es nicht heute trinken, alle 10 Getränke. Geht noch bis 23. August. Und da möchte ich vorstellen, unsere Blue Angel. Blue Angel, sagt Ihnen das was? Die gelben Angel kennt ja jeder. Das ist der Touring-Club. Wenn man da Mitglied ist und man hat ein Problem mit Auto auf der Strecke, ruft man an, die kommen und helfen. Die Blue Angels sind sowas Ähnliches oder eigentlich das Gleiche, aber nicht auf der Straße, sondern im Haushalt. Wenn Sie im Haushalt ein Problem haben und Sie sind Mitglied, Sicherung fällt aus oder der Trennwart fällt aus und funktioniert nicht mehr, die Tiefkühltruhe geht auf, das Schnitzel für Sonntag geht schon auf. Dann rufen Sie die Blue Angel an oder mit dem Strom, ganz egal, Strom oder sanitäre Angelegenheiten. Sie rufen die Blue Angel an, die kommen und helfen Ihnen. Diese junge Dame, der blonde Engel von den Blue Angels, gibt Ihnen eine genaue Auskunft, wie das funktioniert. Nehmen Sie einen Prospekt mit, schauen Sie es aus. Ich glaube, es ist eine gute Sache. So, und jetzt bleibt mir nichts mehr über, als ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Freddy Hirkal. Wie geht's euch? Gut? Wirklich? Wie geht's? Wollt mir schon besser. Ja. Das war jetzt nicht oberflächlich. Ich frage immer gern, wie es geht. Weil vor kurzem habe ich gespielt, wirklich im Gefangenhaus Simmering, vor lauter Hefenbrüder. Da habe ich auch gefragt, wie geht's, da war die Stimmung nicht so geil. Aber so will. Vor allem nach der Pause habe ich gesagt, shit, das kann nicht heimgegangen. Aber so bin ich. Gestern war ich in Linz, ja, da habe ich einen lieben Witz gehört, pass auf. Der kleine Bub, 5 Jahre, geht zum Papa und sagt, Papa, wo kommen die Menschen her? Und der Vater sagt, ja, jetzt fragst du mich auch. Na, warte mal, Plempe. Na, warte, wie war denn das? Na ja, nein. Ja, oh ja, pass auf, da war was. Ja, wo kommen die Menschen her? Pass auf, na, hoch zu. Vom Ofen, na klar, vom Affen, und dann war die Evolution, dann haben wir weniger Haar gekriegt und dann, weißt du was, fragt die Mama. Mama, wo kommen wir Menschen her? Die Mama sagt, ja, vom lieben Gott. Und der hat dann Adam und Eva erschaffen. Und dann, hä? Der Papa hat gesagt, vom Affen? Ja, seine Familie. Ich finde ihn lieb. Also. Ja. Otto? Könnt ihr jetzt näher kommen? Komm mal näher. Ja, geht das? Ja, auf. Ja. Kinder Freddy. Wie heißt du? Gerti, schöner Name, selber ausgesucht? Gerti. Aber wenn du dich niedersetzt, zeig dir auch noch was. Aber du bist eh klar. Hm? Gerti, wir haben Zeit. Du? Ja, passt? Ja, warte, dann gebe ich dir E-Mail. Schön langsam. Ich bin die Gerti. Nehmen wir uns noch Platz. Ich habe gestern noch 2 Freikarten für heute verlost. Und ich habe gehört, die 2 Damen sind wirklich da hinten, glaube ich, sitzen. Hat das eh passt, mein Eintritt, ja. Hast du erzählt? Sehr schön. Ein neues Programm, Two and a House Man. Mit dabei ist wieder mein mittlerweile Lebensabschnittsgefährte. Erich Bleier an der Technik. Hier ist
jetzt so hin, also in den Kammerl ist also, der Erich. Jetzt sind wir schon so lange unterwegs, wirklich. Also, und jetzt bin ich 48 und er ist jetzt der 50 geworden und seit er 50 ist, entschuldigen, dass ich so gerne, aber da zwickt es einmal da, da zwackt es einmal dort, da braucht er da ein Tablettel, da ein Salberl, da ein Zapferl und er sagt, ich bin der Hypochonder. Na. Letztes Mal rufe ich ihn an, sage ich, Erich, wo bist du? Und er sagt, in der Apotheken. Was machst du? Ich schau nur. Du, was... ja. Nein, das wollte der Dame sagen, Erich. Entschuldigung, aber das ist der Tisch. Aber Erich, das Programm ist neu. Du kannst bei mir machen, was du willst. Licht- oder tontechnisch, du hast bei mir Freifahrt. Ja, gut. Heute habe ich gewusst, es sind ein paar Leute auf der da im Donaupark. Und wenn ich viel Publikum habe, dann bin ich meistens nervös. Ja, ich wirke zwar jetzt nicht so, aber bei mir brodelt es wirklich, der brodelt. Ja. Und immer wenn es brodelt, also wenn ich nervös bin, dann gehe ich entspannen in die Sauna. Ja. Ich frage die Sauna, ja, bei 35 Grad, ja, die sind. Ich mache immer so 70 Grad, ne, das ist Temperaturunterschied 2 Grad, wenn du da rausgehst ins Zimmer. Also Sauna ist immer da entspannen. Vor allem mit einem guten Freund, der hat mich angerufen, Appellen. Ich bin aus Böllendorf, kennt ihr Appellendorf? Ja. Hey, Böhndorfer da? Ihr seid das. Wirklich, wir haben 3 Einwohner, die sind da. Das ist, also nicht das bei Hinberg, sondern das bei, in Mistel, kennt man das Böhndorf, in Mistelbach. Kurz erklärt, wenn mein Arsch Mistelbach ist, in der Mitte des Böhndorf, das ist ein Loch rein. Ja? Wirklich, da bin ich her. Und ich mache die Sauna heute noch nicht, weil ich nervös war. Und der Karli ist auch Böhndorfer. Der Karli ist einer meiner besten Freunde, muss ich ehrlich sagen, aber der Karl ist ein bisschen anders. Der Karl ist. Nein, er ist. Wir sind aber oft die lieber wie die. Also, der Karl ein armer Hund, ein armer Hund. Bei der Emma 48 war er, wie Wien. Ja. Ein Mieskibler. Ja, ein Mieskibler. Bei der Emma 48, mit oder Lad, mit oder Lad. Seine Frau, die macht ja gar nichts. Seine Frau macht nichts. Nein, die macht keinen Haushalt. Ja. Die tut nicht kochen, nicht putzen, nicht bügeln. Nein. Und die geht aber nicht arbeiten. Der Karl geht arbeiten bei der M48 und der macht aber alles. Ne? Fisch ist ja Fisch, eine fische Frau, der Fisch. Jetzt hat sie kurze Haare nach hinten so getaftet. Ja. Ist sie da? Nein. Nein. Sie schaut ein bisschen aus jetzt wie ein Raubvogel. Ja. Ja. Kennt man Raubvogel, die schauen immer so. Ich muss da raus. Ja. Mit der Beute sehen. Schauen sie mal so. Ja. Mir tut er leid, der Karl, mir tut er leid, wirklich. Letztes Mal kommt der Hund zu mir heim von der Arbeit, ne? Sieh wieder. Ich bin der Dampis! Geh mit deinem Sohn Drachen steigen! Ich hab gesagt, Karl, weißt du, was ich gesagt hab? Dann musst du durch Schnirl umbinden. Ja? Nein, lebst du ja trotzdem. Sag ich, aber die scheißen am Schädel, Karl. Der Bub, genau, den Buben hat er schon 4 Monate nicht mehr gesehen. Ja, der ist nur im Keller unten, im Keller. Computer, ne? Die einzige Verbindung hat er mit über WLAN mit ihm. Ja. Aber er weiß schon, dass er noch lebt, wie hinter der Kühlschrank leer. Also, ja. Sein Bruder, der ist ja genau so. Der ist ja, jetzt ist er 20 ungefähr, 20. Früher Jugendgefängnis und so. So ist ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen anders. Ne? Wenn sein Bruder sagt zum Vater, Papa, ich schaue einen Anstecher, wohin, weiß er nie, wie das macht. Ja. Ja. Der war so kleiner schon so. Und der Karli hat Rasen gemäht, ne? Hat er gesagt, Sohn, jetzt kannst du den Rasen sprengen. Der Karl und seine Frau. Ich lieb's ja trotzdem. Sag ich, da hast du nichts davon, ne? Der Karl, hast du nur Sex mit dir? Nein, ja. Genau der ja. Nein. Der Karli, sag ich dir was. Karli, es ist viel zu spät, wenn dir im Grab die Nudel steht. Ich sag, Karli, du bist ein lieber Bub, aber wenn du weitermachst, bist du bald ein Ex-Karli-Bub. Ja, was soll ich machen? Der Karl, Vorige Woche, da war er Maihöhe. Der Karli kommt heim, Hund mit von der Arbeit, gell? Sieh wieder. Ich bin der Dampis! Geh mit Mist raus!
der Karl hat gesagt, nein, das geht nicht, ich darf privat nicht pushen. Also da. Also da haben wir da. Ja. Der Kalle. Den müsst ihr kennenlernen. Kennen Sie? Lieb ist er. Ja. So ein Wamperl. Hm? Gut, ich war ein Wamperl. Ne? Vorhin sind hinten, sieht man es jetzt, aber. Ich habe normal 72 Kilo. Hätte schon so aus wie 92. Gell? Also. Nein, ich habe leider den Fehler gemacht vor der Sauna. Ich habe mir einen Bohnensalat gemacht. Und der Bohnensalat, der geht auf in der Sauna, der blad. Ne? Ich werde so gesagt zum Karl: Karl, möchtest du Aromatherapie? Nein, schleif dich aus. Ja, mal. Und ich habe noch den Fehler gemacht. In den Bohnensalat habe ich Mais auch noch reingegeben. Maiskernel. Das habe ich auch nicht gewusst. Der Mais, der reagiert in der Sauna. Auf einen Frank. Ja. Über den Popcorn raus, aus den Nasenlöcher Popcorn raus, überall. Muss ich schauen, ob ich noch Popcorn? Ja, wie eh noch, schau. Wollt ihr Popcorn? Die sind noch warm, die können es essen. Die sind gut. Dann ist er gegangen, der Kalle. Ja. Dann hat er mich gefragt. Du hast das ja leibend, Fredl. Sag, warum? Na, wie hast du deinige kennengelernt? Was heißt meinige? Das klingt so besitzergreifend. Sagen Sie zu Ihrem Mann meiniger? Das ist ja besitzergreifend, oder? Oder sagen Sie zu Ihrer Frau meinige? Ja. Das ist ja. So, Karl, meine Frau gehört an jeden. Also, du weißt, was ich meine. Also. Also. Ne? Also. Also, nicht. Ne? Ja, wie hast du das denn kennengelernt? Sag, ja. War gleich nach meiner Scheidung. Du hast schon mal verheiratet? Sag ich, ja. Mit einer Postlerin. Leiband. Sag ich, nein, nicht Leiband. Weil die Post hat damals schon eingespart. Sie hat gesagt, ein Postler reicht in der Familie. Entweder es kündigt einer oder ich lasse dich scheiden. Ja, und kündigen wollte man nicht. Ne? Also. Ich glaube, das ist scheiden. Kann man scheiden lassen. Ne? Das war eine tolle Scheidung, mit Gewerkschaft, mit Uniform, mit Blasmusik, alles dabei. War aber schwere Zeit auch für mich, also schwere Zeit. Miteinander haben wir gehabt, meine Ex-Frau, die vier Katzen. Und mir überlegt, wohin mit den Katzen, ne? Was die zu ihr, zu mir, gesagt, nimm das du, die brauchen die Mama, also. Das habe ich auch nicht gewusst, ne? Über Nacht habe ich dann für vier Katzen Alimente gezahlt. Das weiß ja keiner, ne? Für eine Zolle heute, ne? Das war so eine affektierte, präpotente Code, die hätte ich unbedingt studieren müssen, ne? Und dann war ich da, ne? Und ich war in Floridsdorf, ich weiß nicht, ich bin mit der Uniform gewesen in Floridsdorf, bin an der Bar, also in einem Kaffeehaus, also Noschkatzel, kennt man das Noschkatzel? Ja, genau, klingt wie ein Bordell, ist aber ein Kaffeehaus, ne? Und ich bin da la, Noschkatzel praktisch, ne? Und auf einmal sitzt da, meinige, jetzige, hiesige. Ne? Ich hab sie nicht genau gesehen. Also sie hat ein Buch gelesen und einen Kaffee getrunken. Ne? Bin da dabei, ne? Warme Bier gelesen, ne? Und blau so um und denk mir nichts. Was ist du, Erich? Ja, so, was war das? Du hast gesagt, ich kann machen, was ich will, oder? Hat er das gesagt? Ja, ja, aber das. Ah, das war der Retourkutsche praktisch von vorher. Richtig. Was war das? Das war die Lügenglocke. Aha. Das heißt, wenn ich lüge, spielst du eine Glocke, oder was? Wenn du einen kompletten Scheiß dazu ist. Ja. Entschuldigung, ich bin Comedian. Ich spiele dem Volk was vor. Also, das ist einmal. Ich bin die Politiker. Nur ziehe ich mein Programm zwei Jahre durch, das ist der Unterschied. Aber. Na gut. Mir ist recht. Also, und wo bin ich gelogen? Freddy, du hast noch nie in deinem Leben ein Buch gelesen. Nicht einmal in der Schule. Geht das jetzt so weit, oder wie? Das schauen wir mal. Gut. War die Zeitung? Passt. Danke. Noch einmal, lies mir Zeitung an der Bar.
der jetzige Hiesige, noch immer da. Und ich blau so in Kurier um, ne? Und denk mir nichts dabei, ja? Es war die Corona-Zeitung, ist doch scheißegal, oder? Corona-Zeitung. Und mutig wie ich war, ne? Moment! Bin ich hingegangen zu ihr, noch vier Seiteln. Ich hab gesagt, entschuldigen, haben Sie meinen Hund gesehen? Nein, um Gottes Willen, wie schaut denn der Hund aus? Was für Rasse, wie heißt er denn? Und die hat so schön gesprochen, wirklich, so nach der Schrift, nach der Schreibe, ja. Sie hat so geredet, wirklich, ich glaube, das ist ein Deutsche, war eher aus Österreich, war eher Wienerin, aus dem dritten Bezirk, aber die hat so schön geredet, also nach der Schreibe, ne. Sie hat so geredet, wie wenn es gerade eine Schreibmaschine der Pappen hat, weißt du, was ich meine? Das ist, ja. Und ich hab gesagt, nein, ich hab gar keinen Hund, ich wollte nur dein Gesicht sehen. Willst du mich anmachen? Nein, ich war gerade am Häusl, aber hoch zu mir. Bist du eh keine Postlerin? Nein, um Gottes Willen, ich bin Controller. Na, leib und eine Schwarzkapplerin, na super. Und sie hat mir dann erklärt, dass es nichts mit schwarzen Kappeln zu tun hat, sondern Controlling, so mit Treasurer-Jobs und Finanzen. Und dann hat sie mir erzählt und erzählt und dann habe ich auch kurz geredet und sie hat erzählt und erzählt und kleinen Lebenslauf hat sie mir erzählt und ich habe dann meinen erzählt. Also ich habe keinen gehabt. Also war ja Beamter, ne? Ich wäre so ein Lebensschlenderer. Ne? Und dann habe ich gesagt, na, was machst du morgen? Ja, morgen bin ich eingeladen von einem Freund zu den Leibern. Na super, ich gebe mir die ganze Mühe da und reiß mir zusammen meinen ganzen Mut, dass ich dich da anquatschen tue, der ein Freund, das finde ich aber nicht okay. Ja, der hat seinen Hund verloren, den helfe ich suchen. Das war aber ein Trottel, der Haberer, ne? Er hat eh mich gemeint, ich bin auf der Leitung gestanden, ne? Also, und am nächsten Tag war es schon bei mir. Ja, schon gekommen. Hat es auch geklopft? Der klopft mir wie keine gehabt, hast du nichts nach der Scheidung, ne? Tür aufgemacht? Ja, servus. Grüß dich. Servus. Hallo. Servus. Jetzt lass mich da im Vorzimmer stehen, willst du mich nicht reinlassen? Ich hab gesagt, du, das ist schon alles. Ich hab so eine kleine Wohnung gehabt, ne? Also, ich hab mich geschämt. Also, ich hab mich so geschämt, also wirklich. Ich hab gesagt, wenn du einen Schritt führen magst, bist du im Zentrum. Aber die Wohnung war lieb, die war lieb, hell, hell, ja. Ich hab zwar kein Fenster gehabt, ne? Aber damals hat so die Glühbirnen gegeben, mit 100 Watt hat auch nicht gereicht, also. Ne? Ich hab mich so geschämt. Ich hab einmal meine Wohnung tapeziert, wirklich bin ich gefahren zum Hornbach, ne? So ein Raufaser-Tapeten hab ich gehabt, ne? Hat mir so eine Rolle gegeben, ich hab die brauch noch halber. Aber das ist so, ne? Ja, das war schon nicht schön, ne? Nach der Scheidung, also, ist ja wurscht, also. Das war total witzig. Hat ja keiner gewusst, dass ich so eine kleine Wohnung habe. Ne? Immer wenn Freunde angerufen haben, habe ich immer das Festnetz. Kennt man das noch? Das Festnetztelefon. Kennst du das noch, Festnetz? Wirklich? Das ist mein Kabelweg. Das Telefon. Das kennst du wirklich? Wie alt bist du? 60. Das kennst du wirklich noch? Das ist mein Kabelweg. Wir haben gehabt ein Vierteltelefon, das war schon ein ganzes, gell? Aber. Und da habe ich es immer siebenmal leiten lassen, ja? Ja, schaut der blöd aus, wenn es einmal leid bist, schon dort hat jeder gewusst, dass da keine Wohnung drum. Dann hab ich gesagt, was machen wir jetzt? Ich bin mir versteckt, gell? So, ich fahre schon gar nicht mehr selber an. Dann haben wir gespielt, ich seh, was du nicht siehst. Ich hab gesagt, der Sessel? Nein, da kannst du nur der Tisch sein. Richtig, so war es ungefähr, ne? Dann ist das alles gut gegangen. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche. Ein Monat, zwei Monate. Ja. Sie hat aber gleich gesagt, Friedi, wenn das jetzt was Ernstes wird mit uns zwei, ja, ist doch das gleich von vornherein. Ich bin keine Hausfrau. Ich hab gesagt, das trifft sich gut, ich hab kein Haus. Nein, nein, du verstehst mich falsch, Friedi. Ich tu nicht putzen, ich tu nicht kochen, ich tu nicht bügeln, ich tu nicht zusammenräumen, also wie das lerne da ist. Das lerne da alles. Ne? Nein, du verstehst mich wirklich falsch. Ich will es gar nicht lernen.
Sag mal, du schaust da ganz dreht aus. Wer bügeln der Wisch? Wer machen das alles? Ja, sie hat da Hilfe. Die Hilfe der Bügeln und Kochen und das ist die Boschena. Sag ich, was, bloß ein Bosche habe ich auch. Und du, Boschena brauchen wir nicht. Boschena kannst du, wenn, ich hab genug Zeit, ich bin Beamter. Wenn das einen macht, dann mach das ich. Ja, Trottel war ich damals. Jetzt mache ich das noch immer. Ne? Ja? Und früher haben wir gehabt zwei kleine Wohnungen in Wien. Jetzt haben wir riesen Hitten. Ja? Und Nutzfläche heißt gleich Putzfläche. Das weiß ich jetzt auch. Kennst du dich klatschen? Ja, das motiviert mich. Danke. Kann ich reden?